Hallihallo und herzlich willkommen beim 33 Parts Spezial von Champions of Regnum. Ja, ich bin hier bei meinem Baum, der ein bisschen schweben kann. Man kann leider nicht rein, aber der wurde einfach perfekt gesetzt. Und irgendwo gibt es noch einen, aber... weiß nicht mehr, wo der ist. Bisschen weiter oben. Aber es gibt recht viele fehlplatzierte Objekte. Ich habe es ja in einem der ersten Parts schon gesagt, die Schneekappen sind manchmal nicht gut platziert und so. Es ist klar, es ist ein Entwickler, der wahrscheinlich... ja, mehrere Entwickler halt, die... ja, dachten einfach mal, sie machen eine Welt und danach fertig. Haben nicht mehr kontrolliert, gar nichts mehr. Und das ist halt der Fehler. Aber kommen wir zum ja, richtigen Part. Ich will jetzt ein Spezielles machen. Ich gehe jetzt alleine nach Imperia Castle und werde sie besiegen. Die haben nämlich die Igen eingenommen. Ah, die Süden haben sie. Gut. Nein, ich wollte eigentlich ja etwas Tolles aufnehmen, aber nicht mal Agerspor können wir einnehmen, weil wir viel zu wenig sind. Haben wir die Leute einfach nur gesoffen heute gestern Abend, also bitte. Da fühlt man sich einfach immer so willkommen als Let's Player und so. Die Gegner gehen immer auf mich, weil sie wahrscheinlich jetzt wissen, dass ich wieder ein Let's Player bin. Oder immer noch ein Let's Player bin, nein. Ich will ja niemals vorwerfen, aber es ist schon lustig, dass alle immer auf mich gehen. Aber so ist es halt. Ich habe noch keine Bodyguards, nix. Ich brauche unbedingt Bodyguards. Hallo Oma. Wieso bist du denn hier? Dankeschön. Spiel. Wieso rutscht man in diesem Spiel einfach von überall rund? Das geht mal gar nicht. Das muss ich ändern. Gut. Wir gehen jetzt rein in dieses Schloss. Mission Impossible. Garrett, der Meisterdieb. Gut. Also nochmals. Ich gehe jetzt zu diesem Schloss und werde es einnehmen. Aber schneller bitte. So, damit ich nicht allzu viel schreiben muss, wieder meine Abkürzungen. Alle Abkürzungen, die nicht gerne schreiben müssen, wollen, haben, tun. Jetzt haben alle Angst, weil der Drago kommt. Ah, Fleck, nerv nicht. Wie soll ich? Ja, ich bin der Einzige, der hier ist und ich kann die noch nicht droppen. So. Wie kommt man eigentlich auf diese Plattform? Ja, liebe Spielentwickler, vielleicht von dort hinten. Da rauf und dann hoch. Ich war noch nie hier, unten ist es neu. Ja, ich will ja eigentlich zum Schloss, aber ich habe Angst. Ich bibbere. Ah, das arme Kessel, Gottchen. Da kommt man nicht mal hoch. Ich muss taktisch. Ja, genau, so. Also, es verzögert sich wieder. Ach komm jetzt, ich will hier hoch. Ich muss hier hoch.
Manch, diese bösen Entwickler, die wollen nicht, dass ich von oben ins Schloss reinkomme. Ja, wieso? Ich weiß es nicht. Es kommt sicher ein Jäger, der mich gefunden hat mit ihrem Spell. So, jetzt komm. Komm hoch. Komm, Schätzchen. Gut. Ah, schön. Ich sehe dich. Ich sehe deinen knackigen Arsch. Komm schon, Yeti. Ficken wir. Okay. Also hoch kommt man wahrscheinlich von dieser Seite, aber das bringt mir nichts. Und ich will den längeren Part. Oh, das ist ein. Ah, das ist hinten dran. Aber auch drin. Also man sieht es irgendwie von hier. Der ist drin. Der geht viel weiter runter. Also liebe Entwickler, das geht mal gar nicht. Da ist ja gigantisch weit drin. Was haben die Entwickler hier gekifft? Wahrscheinlich Tannennadeln. Früher war es so irgendwie lustig, Tannennadeln in eine Zigarre reinzutun und dann irgendwie noch etwas, glaube ich, Harz noch reintun und so. Schade, dass es nicht mehr gibt. Die Leute sind ein bisschen Besseres gewöhnt. Vielleicht leveln dort hinten. Eigentlich will ich mich jetzt nicht. Oh, ich rutsche wirklich überall rund. Das geht mal gar nicht. Ja, liebe Zuschauer, ich kann nichts machen. Mein Popo tut weh. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch, ohne. Immerhin ist es nicht laut, dieses Zeugs. Diese Drogen, die sie nehmen. Damit sie schneller werden. Heute ist ein Drogenpart, ich weiß. Und das mag ich. I like it. Oh, hast du ein knackiger Arsch. So. Meine Videos werden noch ab 16 bald. Ich hoffe nicht. Ja, look, schau mal diesen an. Sklave. Sklave des Krieges. Ja, die Entwickler haben Drogen geraucht. Marihuana. Marihuana. So. Alles violett Gegner. Gehen wir wieder zu den Adler. Zu den Greifen. Ist das ein Greifenadler, wenn sie greifend sind? Also der Vogel greift, das ist in Basel eine Fasnacht, eine Figur. Dann gibt es noch den wilden Mann, den kennt ihr sicher auch von einem Spiel und so. Aber den gibt es schon Ewigkeiten, bevor das Spiel erfunden wurde. Und den Lellenkönig, glaube ich. Oh, ich sterbe. Oh, ich sterbe. Nochmals, nochmals. Oh, ich sterbe. Oh, ich sterbe jetzt wirklich. Oh, das Spiel will nicht, dass ich. Oh, gut. Ja! Vielen Dank, meine Zuschauer. Ich hab's geschafft. Hey, Beshi, kommt her. Ich will hier weitermachen.
Also gucken wir noch ein bisschen. Oh, das Skelett, wie ich sehe. Haben wir schon mal angeschaut. Okay. Gut, meine Damen und Herren, ich hab's geschafft. Ich trolle mich selber. Gut. Dann gehen wir hier hoch wieder. Sind immerhin keine Syrten hier. Da oben sind sie immer gehockt. Im letzten Part. Vorletzten und letzten Part. Da oben. Diese Feiglinge. Und dann sind immer die Syrten gekommen und haben sie besiegt. Und wir von unten. Wir sind immer wieder von unten hochgegangen und die sind abgehauen wie kleine Kinder. So, Klingelstreich. Ja, lieber Grifos. Ich gehe jetzt wieder hier hoch. Hoffentlich ist der Paladin nicht wieder da. Ja, voll viele sind hier. Alle wurden wieder besiegt. Schlimm. Das ist etwas, was ich nicht mag. Zu wenig Gegner. Auch von den Syrten und Tegen. Aua. Aua. Greifenkrallen machen weh. So. Ja, das ist ja, der Level 66 Part, ja. Der Part 66 wird dann vielleicht etwas mit der Community. Wenn es auch gut geht mit dem Livestream und so. Auf jeden Fall Dankeschön für den Part 30. Aber bei mir ist es immer mathematisch 33, 66, 100. Ja, ich weiß, ich bin gut in Mathematik, aber ich will 100. Nicht 99. Hey, lass mich doch in Ruhe. Ich hab dir nichts gemacht. Ich piekse dich nur. So. Ich besitze nicht genügend Mal. Oh. So hat das Spiel nicht einfach einen Attack mit der Maus, also ohne Auto-Attack. Ich bin der König der Troller. Gegen dumme NPC. Hohoho. Oh. Wow, man bekommt wieder tolle Sachen. Wow, 19 Magneten. Plus 100 irgendwas. Auf der Bank. Ich mache alles auf die Bank. Komm, leben. Die Schildkröte so. Ja, ich bin der Beschützer. Ja, ich mach einfach mal gar nichts. Aber beschütze ihn, indem ich ihm einfach einen Buff gebe. Ja, So, wie geht's euch, liebe Zuschauer? Habt ihr einen schönen Tag? Ich bin ein bisschen bekifft, dann schaue ich ein bisschen auf die andere Seite und jetzt so. Aber die kommen auch, die geben mir immer nach, das geht mir gar nicht. So. Okay, der Drago kommt wieder raus aus seinem Winterschlaf. Voll bekifft. Ein bekiffter alter Ofen. So. Hey, droppt ihr auch irgendwann mal etwas? Vielleicht ein Schild. Hauptsache irgendwas.
Das ist hier zu anstrengend zu leveln, ich weiß. Wieder an den Strand. Wow. Nein, ich will was Interessantes machen. Bisschen trollen. Welches Fort ist denn, ja, Imperia natürlich. Algoros Fort. Ach komm schon. Mal gucken, mal überlegen. Weil die Eisen natürlich inaktiv sind, beschenken wir doch ein bisschen die Sylten. Oh nein, nicht die Sylten. Die haben unsere Steine. Die gehen auch irgendwie nicht. Ich bin auf einem anderen Server. Ich mache ein anderes Let's Play. Also ich bin nicht mehr Sylten. Igen. Liebhaber. Nein, ich will nicht mehr mit den Igen befreundet sein, außer mit ein paar Let's Play-Zuschauern oder so. Können wir sicher etwas wieder zusammen machen, wenn jemand Lust hat. Und auch mit den Alzen natürlich, mit außerhalb der Gilde irgendwas machen. Ja, schauen wir mal. Ein paar Jäger überraschen. Jäger überraschen mich immer. Jetzt kann ich sie auch einmal überraschen. Mini-Pick-Pekwe. Ja, ich verstehe nichts, Bunnies. Wieso schreiben eigentlich Spanier immer sich gegenseitig an? Como. Como heißt... Como ist eine Stadt in Italien, ja? Estas. Estas. Tönt nach Essen. Irgendwas so... Pasta! Irgendwas. Ich nehme die einfach nicht mehr an. Die müssen merken, dass ich am Aufnehmen bin. Die müssen mich kennen. Die werden mich kennenlernen. Gehen wir ein bisschen Friedhof. Da hat es Trollsklaven. Wächtergeist. Sind es die gleichen wie beim Bind oder was? Naja. Zombies sind weiß. Verfaulter Zombie. Nochmals erfaulte Zombie. Sie verfolgen mich. Schau dich das mal an. Sind die nicht süß? Zeig dich mal. Wieso sind die rot? Ich weiß, was sie haben. Sie haben Drogen gesnifft und sind dann verbrannt. Ich weiß nicht, was du schreibst. Schreib doch auf Englisch, dann kann ich auch antworten. Da hat es auch eine Ohrklage. Seit wann? Anführer. Hä? Oder sind es andere Anführer, nicht Orks? Die ich schon besiegt habe. Okay. Die Golden Gate Bridge. Die Entwickler haben wirklich mal was, die zeigen können.
Die sieht man immer nur von dieser Seite oder von dieser Seite, aber nie von der Seite. Das ist schön, wenn man einfach mal ein bisschen herumläuft. Ich weiß, das Spiel ist weltentechnischer belanglos, aber das mache ich einfach gerne. Vor allem, wieso sollte ich mich jetzt umbringen? Genau im 33. Part. Ja, ich habe mich ja schon umgebracht. Gut. Also wieso sollte ich mich nochmals umbringen? Komm, wir gehen dort an den Strand, da hat es so schöne Palmen. Suchen wir nochmals Bäume, die nicht gut platziert sind. Leider kann ich nicht in die Erde schauen, aber es sind wahrscheinlich viele nicht gerade gut platziert. Okay. Sogar noch ein Anführer. Der hat auch irgendwie was genommen. Diese Drögen. Der Dragon. Dragon. Der Drogenbasel hat Drogen genommen. Was habe ich heute schon genommen? Ein Blödchen. Ein Brötchen. Dann habe ich noch ein bisschen Salami gehabt. Das ich jetzt noch im Mund habe. Und davon wahrscheinlich auch ein bisschen Probleme im Hals habe, weil die natürlich feststecken, weil ich so gut essen kann. Salami so gut herunter schlinge. Dann habe ich nichts mehr gehabt. Ja, Schokolade habe ich noch gehabt. Ja, das ist wichtig für einen Drachen. Ja. Bin ja noch nicht so lange wach. Ich habe Wecker dreimal gestellt und habe immer gedacht, ja. Ja, ich habe den Part schon vorbereitet, gestern gelandet und ja, angeschaut und alles. Weil ich hier so gut verarbeiten kann, mache ich das auch so gerne. Und nur noch hochgeladen heute. Und das habe ich später aufgestanden. Was ist jetzt für Zeit? 11 Uhr, ja, fast 11 Uhr wahrscheinlich. Es gibt keine Bäume mehr? Moment. In Syrtis, ja, da war ich eben schon lange nicht mehr, hat es echt viele Bäume, die Drogen genommen haben. Wir schauen mal, wenn einer kommt. Ich glaube, in diesem Wald dort drüben irgendwo hat es noch einen Baum. Aber ja, auf jeden Fall einer von diesen Bäumen. Da kann man rein. Konnte ich rein. Ab die anderen sah mich draußen. Aber eben, das sind irgendwie so asynchrone Sachen. Das ist ja meistens so. Schon wieder ein Löwenzahntiger, der meint, er könnte schweben. Das ist nur asynchron. Der ist auch nur asynchron. Heftig. Ja, was wollen wir jetzt machen? Es ist nichts los. Ach, der schönste Part, Spezialpart. Ein bisschen lustig reden, sonst nix. Spiel bietet gerade nix. Komm, wir gehen. Die letzten 5 Minuten noch ein bisschen. Zu den Süden. Warte, ich mache einen längeren Part. Danke, dass du ihn verlassen hast. Aua. Blöder
Anzug tut mir auf der im Ellbogen weh, weil es knickt. Nein, ich habe keinen Anzug an, ich habe einen Trainingsanzug an. So. Also lassen wir uns töten. Wir probieren jetzt zu diesem Baum zu gehen. Diese Hütten haben. Hey! Du hast mich gesehen, du Arsch. Sicher noch ein Jäger. So richtig Kampfmusik. Jetzt kommt er dann. Ich weiß. Ich denke, das ist ein Schütze gewesen. Oh, Löwe? Hallo, hast du auch Drogen genommen? Ja, toll. Weißt du, wenn man schwimmen könnte, dann könnte ich da rüber. Man kann ja gar nichts. Und überall sind Klippen. Lieber Entwickler, spielt. Entwickelt das einfach das Game weiter, indem ihr auch ein bisschen spielt und dem Informationen sammelt. Aber ich glaube, die Entwickler wissen einfach nichts, können nichts ja, also das, was sie gezeigt haben. Sie haben 2007 ein bisschen entwickelt. Also, sie haben in der Close Beta, das war irgendwie 2005 entwickelt, bis 2007 entwickelt. Und danach haben sie 2010 wieder angefangen, bis 2012. Und das war's gewesen. Also, ich denke, die bekommen genug Geld von dem Spiel. Wenn die so süchtig sind, wie zum Beispiel ich, dann bekommen die genug Geld. Aber das Problem ist halt auch, dass der Server sehr teuer ist, weil er so extrem viel Qualität hat. Und da die Entwickler nicht gerade sehr kommunikationshaft sind, ja, da haben sie die Let's Player auch so gut. Weil sie so schlecht kommunizieren. Also manchmal schaue ich mega gute Let's Player, die von Fans einfach mega gut genannt werden. Und schaue ich, vergleiche, ja, was was stimmt und was nicht. Ich bin so einer, ja. Es gibt ja Leute, die sind extrem streberhaft. Ich bin wissenschaftlich streberhaft im Sinne von, ja, ich gucke. Ich gucke einfach. Nein, ich vergleiche immer die Sachen meistens und du siehst mit anderen Augen ansehen, sozusagen. Also, ich schaue sie immer anders an als die Fans zum Beispiel. Und so kriege ich viele Informationen, was andere Leute einfach nicht können. Weil sie nicht genau so schauen wie ich. Und das macht mich einfach so richtig wissbegierig. Und ich war immer ein Streber, aber immer einer, der bei den Tests durchfiel, weil ich dann natürlich nichts mehr wusste, nur noch von der falschen Seite. Na gut, habe ich die Schule halt schlecht abgeschlossen. So. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welchen Baum es war. Aber es war nicht so weit auf der Seite.
Ach, solche Sachen vergisst man dann auch wirklich schnell. Und meine Konzentration ist natürlich ja nicht so das Beste, wenn ich die Sachen immer auch anders anschaue. Also irgendwie drei, viermal so viel denke wie andere Leute. Und ah, das ist der Einwohner. Ist es da, der dort? Ich glaube, da ist irgendwo ein Schütze. Ein NPC. Ja, der steckt im Boden, aber. Ich will auf dem Baum am Wind von Süden, aber ich werde abgeschossen. Wenn ich einen Spieler sehe, dann brülle ich. Und lass mich umbringen. So, im Livestream dürft ihr mir natürlich auch killen, wenn ihr im Süden und Egenreich seid. Aber bitte nicht zu oft. Oder macht euch zuerst bemerkbar oder schaut, ob ich hier angreife und sowas. Und ja, ich bin eben einer, der es halt auch anpasst, wenn es nicht geht. Wenn ich im Livestream zu viel gekillt werde, dann macht es natürlich auch keinen Spaß. Aber ich werde im Livestream eventuell auch ein bisschen. Da ist. Da. Ich brülle jetzt hier runter. Nein, du Feigling. Schaut euch mal diesen Feigling an. Ah, das war die Wächter. Gut. Schild durchbohren, Onkel zu treffen. Hab ich jetzt Minus? Hab ich jetzt die Drogen? Gut. Die Schurken können mich mal. Nein. Ihr wisst ja, dass das meiste im Let's Play einfach ein bisschen Gag ist und nicht irgendwie ernst genommen oder so. Ich hoffe, die Entwickler nehmen mich auch nicht so ernst, aber es ist wieder mal richtig cool gewesen. Ja, nächste Part ist wieder ein bisschen normaler, aber auch wieder ein bisschen drogenhaft. Nein, einfach lustig. Ich bin irgendwie immer zu klein. Mein Stein. Mein. Habt ihr das gesehen? Ich wurde vom Wächter angegriffen. Ich wurde wirklich nochmal vom Wächter angegriffen. Also, ich bin der Wächter. Ich schieße ganz weit weg. Und, oh, ich glaube, er wurde getroffen nochmals. Ja. Okay. Ich habe zu viel Drogen genommen, sagte der Wächter und rauchte einen Joint. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Part. Euer Dragobasa. Tschüss.